Hallo Leute und willkommen zu einem Backvideo. Ja, ich backe. Wow. Also ich möchte einen Streusel-Apfelkuchen backen. Und dafür braucht man Zucker in so einem Becher. Mit dreimal Mehl in so einem Becher. Ist schon in der Schüssel. Ein Teelöffel Backpulver mit... Ein Teelöffel Backpulver mit einer Prise Salz, 250 Gramm Margarine, Apfelmus, ein Päckchen Vanillezucker, eine Form mit Backpapier ausgelegt und Mixer. Außer ihr wollt es mit der Hand machen. Okay, also wie gesagt, da ist schon mehr drin. Jetzt auch noch Zucker. Das Gemisch. Jetzt die Butter. Komm raus. Butter out. Ein bisschen Vanillezucker. Das Rezept ist echt nicht schwer. Das auf ungefähr Stufe 2. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell mit der Erklärung von diesem Kuchen fertig bin. Oh! Upsi! Peinlicher Moment. Ich muss es hochziehen. Jetzt kann es mixen, weil... Da mixt der Kuchen. Währenddessen kann ich das ganze Zeug schon mal auf Seite bringen. Becher, Weg, Schüssel, Weg, noch mehr Schüssel, Weg. Das kann auch, Weg. Meine schöne Apfeldeko bleibt hier, die Form auch. Man sieht's. Mixe dich. Also man... Sieht man? Man erkennt, es wird langsam teigiger. Aber das dauert. Den Ofen auf 200 Grad schon mal vorheizen. Damit es... Ja, dann nicht 3 Stunden warten muss, bis der Ofen vorgeheizt ist. Auf Ober- und Unterhitze. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, ich packe noch auf die Schüssel die Butter raus. Aus irgendeinem Grund findet die Kamera den Apfel als Person. Da hinten haben die Würste. Aua. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, was man sieht. Ich weiß nicht, was man nicht sieht. Das ist total langweilig. Ja, ich habe eine neue Kunstanimation und wir haben ein Pingling. Nein, dann guck mal nach, ne? Da ist überall so Butter am Rand. Mein Gott, ey. Schleimiges Ding, voller Butter. Komm, wir gucken mal, was der Teig da macht. Okay, ich mach
mache jetzt mal aus. Bringt nichts. Also der Teig sieht okay aus. Wollt ihr mal schauen? Da. Teigig. Butter weg. Ich denke, das kann ich noch nämlich kurz ein bisschen rühren lassen. Dann können wir gleich zum Interessanten kommen. Schauen wir mal. Überfordert. Aua. Traumhaft. Schöner Streuselkuchen wird das. Dafür muss mein Apfel mal kurz auf Seite wandern. Ich brauche wieder das butterige Ding. Und brauche jetzt ein bisschen Streusel. Denn das wird nämlich hier der Boden jetzt. Dafür brauchen wir aber viele Streusel und Mist. Aber ich brauche doch noch ein bisschen was als Decke. Danach sieht die Küche aus wie Sau. Aber so richtig. Ich kenne mich doch. Hier ist jetzt noch so ein bisschen was, was ich dann streuseln kann. Wenn ich das hier erstmal alles abgekratzt habe. Okay, aber das dann später. Ich habe jetzt schon versaute Hände. Kümmern wir uns erstmal um den Boden. Also den Boden schön verteilen. Ich nehme hier vielleicht noch so ein bisschen von diesem Zeug was. Zerbrösel das. Und festdrücken. Damit wir dann hier einen schönen leckeren Boden haben. Bei solchen Klötzen immer schön ein bisschen zermürbeln. Jam, jam. Ja, auch wenn man das danach wieder zusammenpumpt, ist doch egal. Muss man so machen. Bis es an den Händen klebt. Ich glaube, ich brauche hier noch in der Ecke ein bisschen was. Ich liebe es zu backen. Heute habe ich die Küche ganz für mich alleine. Ja. Backen, 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 das finde ich toll. Backen, backen, das finde ich toll. Hier fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt noch ein bisschen was. So. Halleluja, warum ist das denn so? Bröselig. Meine Mama hat gesagt, ich soll die Küche nicht verunstalten. Mal gucken, ob da was draus wird. Ich denke nämlich nicht. Okay. Apfelmus. Boah. Davon gebe ich jetzt schön einfach mal ein bisschen was rein. Jetzt brauche ich einen Löffel, um das zu verschmieren. Yum, yum, Apfelmus.
Apfelmus ist doch lecker. Also wenn Apfel lecker sind und Apfelkuchen auch, dann muss Apfelmus doch wohl auch irgendwie schmecken können. Noch ein bisschen mehr Apfelmus hier in die Ecke hinten hin. Ich freue mich schon so riesig auf diesen Kuchen. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Noch bevor ich wusste, dass ich den backen darf, habe ich mich drauf gefreut. Nee, das ist zu glitschig. Ordentlich. Vom Apfelmus soll nichts mehr übrig bleiben. Obwohl, doch, sollte es vielleicht. So, es ist jetzt schön voller Apfelmus alles. Auch der Löffel. Also ist Zeit für die nächste Schichtstreusel. Bom, 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 bom. Das soll jetzt streuselig sein. Ist ja schließlich ein Streuselkuchen und kein Mürmelkuchen oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr viele Streusel übrig lasst, damit ihr oben dann auch Streusel für oben dann auch Streusel habt. Ich hoffe, das sieht gut aus. Vielleicht ist die Kamera auch versaut, wenn ich die wieder anfasse. Gleich ist alles voller Streuselteig und Apfelmus. Man kann auch Apfelmus selber machen, aber wir haben leider nicht genug Äpfel dafür. Und dann würde das Video zu lange dauern. Löffel lege ich mal ab. Und wow, ein schöner Apfelkuchen. Abbys Apfelkuchen. Okay, ich schlage vor. Hände waschen nicht vergessen. Und jetzt, da wir den Kuchen schön gestaunt haben und wir immer noch ein paar Streusel übrig haben, schlage ich vor, mach nochmal die Hände schmutzig und hol dir die restlichen Streusel raus. Das ist eine sehr gute Idee. Hier in die Ecken, wo vielleicht noch zu viel Apfelmus zu sehen ist. Da zum Beispiel. Weil der Streuselteig ohne Eier ist, könnt ihr den auch vernaschen. Wenn ihr keine Lust habt, den für den Kuchen alles zu verschwenden. Da noch ein bisschen zerkleinern, das noch ein bisschen zerkleinern. Wunderschön. Jetzt müssen wir zum Ofen. Ist jetzt heiß. Mist, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich nehme ein Tuch. Hol das raus. Ganz vorsichtig alles. Nehme meinen Apfelkuchen. Mir gerade den Finger verbrannt. Schiebe das Ding wieder rein. Und der muss jetzt da drin 20 Minuten hocken. Abby stellt mal direkt ein. 20 Minuten. Ach, sagen wir mal 23. Und jetzt muss er backen. Dieser schöne Apfelkuchen. Wursch. Wursch. Ja, wir sehen uns dann, wenn der Kuchen fertig ist. Bis später.